zu einem neuen Vlog. Ich habe noch ein bisschen Geschirr zu spülen und bereite mir auch gerade eine One-Pot-Pasta, eine vegane, zu und habe mir überlegt, dass ich währenddessen mal wieder mit dir ein bisschen spreche oder genauer gesagt dir mal wieder erzähle, was es so für Neuigkeiten gibt, was mich vielleicht nervt und so weiter. Dafür nehme ich dich jetzt natürlich mit in meine Küche. So, hier möchte ich dir jetzt erstmal was zeigen, wo mein Stativ steht. Und nicht nur das, wenn man das hier gut erkennen kann. Warte, ich nehme das mal mit ins Licht. Das kleine Stativ, das flexible, also mittlerweile ist es ja nicht mehr flexibel, da ich ja gar kein Bein mehr mittlerweile habe. Ja, das habe ich jetzt mit einem oder mit zwei Haargummis sozusagen gesichert und das erschwert das Ganze natürlich sehr. Deswegen ist es für mich auch schwierig, verschiedene Kameraeinstellungen zu machen, da ich das so jetzt nicht mehr abmachen kann und möchte. Ja, dass du das schon mal weißt. Dann stelle ich das jetzt wieder hier hin. Jetzt zeige ich dir erstmal meine One-Pot-Pasta. Die ist jetzt allerdings schon ein bisschen verkocht. So ist das dann wieder, wenn man nebenbei ein Video drehen möchte, bis man dann die Einstellungen wieder hat. Ja, die ist jetzt weder roh noch frutarisch, sondern einfach nur vegan. Sie besteht aus Kichererbsennudeln. Die habe ich gestern beim Rossmann entdeckt. Hatte ich jetzt, glaube ich, auch noch nie. Tomaten, diese kleinen Kirschtomaten. Paprika. Veganer Salami. Die kaufe ich allerdings nur noch ganz selten. Und Wasser. Und etwas Reissahne. Da müssen jetzt noch einige italienische Kräuter ran. Ja, und die werde ich jetzt gleich erstmal essen. Damit du mal siehst, wie bzw. in welcher Position ich an meinem neuen Essplatz, also auf meiner Yogamatte esse, zeige ich dir das jetzt mal. Ja, ich sitze im Schneidersitz, wie du siehst, und habe mir jetzt auch eine Schürze angezogen, falls ich schlappere, damit meine schöne Bluse keine Flecken bekommt. So, ich habe mir jetzt über meine One-Pot-Pasta noch frischen Basilikum drüber gegeben. So schmeckt es noch besser. Und bevor ich anfange zu essen, bedanke ich mich immer für das Essen und segne es auch. Und das mache ich folgendermaßen. Danke für diese wunderbare, gesunde zweite Mahlzeit. Ich segne dich. Namaste. Ja, das hältst du vielleicht jetzt ein bisschen für verrückt, aber das solltest du vielleicht auch mal tun. Denn so schätzt du das Essen viel mehr und genießt es auch mehr. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass man jeden Tag genügend zu essen hat. So, dann lasse ich es mir jetzt erstmal schmecken. So, ich bin fertig mit Essen und gut gesättigt. Und mit vollem Magen dreht es sich besser, ne? Es hat ganz gut geschmeckt, war allerdings etwas scharf, da ich wahrscheinlich wieder ein bisschen zu viel Pfeffer reingehauen hatte. Aber okay. Ja, eigentlich wollte ich zuerst das Geschirr spülen und dann essen. Aber wenn ich das jetzt so rum gemacht hätte, wäre das Essen noch mehr verkocht und deswegen habe ich jetzt zuerst gegessen. Dann nehme ich dich jetzt mit in die Küche. So. Ich stelle das Stativ mal hier hin und hoffe, dass die Einstellung gleich gut ist so.
bisschen weiter rüber. Es ist einfach nicht so einfach, da ich so eine kleine Küche habe. So, und nachdem mein letzter Küchenvlog ja so gut angekommen ist, ja, dachte ich, ich mache das jetzt einfach öfter. Und eine von euch hatte mir ja den Tipp gegeben oder hätte es gut gefunden, wenn man mich während des Werkelns gesehen hätte. Deswegen jetzt diese neue Einstellung. So kannst du mich zumindest einigermaßen während dem Spülen beobachten. Dann ist es nicht so langweilig. Ja, besser wäre es allerdings, wenn das Stativ auf der anderen Seite stehen würde. Aber da ist einfach kein Platz. Gut, dann mache ich mich mal ans Werk, ne? Ich hoffe, du kannst mich so jetzt gut sehen. Und vor allem gut hören. Ja, das ist eben das Nächste. Wenn ich von zu weit weg filme, dann hört man mich kaum noch. Aber nicht mehr lange. Wie du ja wahrscheinlich schon in, ja, wie du ja schon in einem der vorherigen Vlogs erfahren hast, habe ich mir ja mittlerweile ein neues Mikro bestellt. Und das ist gestern angekommen. Ich habe es aber noch nicht ausgepackt und getestet, da ich eigentlich vorhatte, heute ein Unboxing-Video mal wieder zu drehen. Also ich habe erst eins bis jetzt gedreht und wollte dich dabei zuschauen lassen, wie ich das neue Mikro auspacke und wie ich das dann auch teste. Also kann ich es ja jetzt noch nicht benutzen. Mittlerweile wirst du dieses Video wahrscheinlich schon gesehen haben, wenn ich es denn noch drehe. Oder mich zumindest schon mit besserem Ton erlebt haben. Was ich ja sehr hoffe. Ich glaube, ich stelle das Stativ doch ein bisschen näher. Ist doch ein bisschen arg weit weg. Ich habe die Befürchtung, dass du mich sonst nicht richtig verstehst. So, jetzt hörst du mich vielleicht besser, aber siehst nicht mehr richtig, aber siehst mich nicht mehr richtig oder das Abwaschen. Wie ich es mache, ist es verkehrt. Ja, es ist echt nicht einfach in so einer kleinen Küche. Und mit einem defekten kleinen flexiblen Handystativ. Nun denn. Also ich bin ja mal sehr gespannt, ob der Ton meiner Videos in Zukunft besser ist mit dem neuen kleinen Mikro. Ich hoffe es sehr. Vor allem für die Outside-Vlogs wäre das echt förderlich, da ja da oft Windgeräusche herrschen oder sehr laute Autogeräusche. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das dann in Zukunft sein wird. Ich hoffe, die Investition hat sich gelohnt. Ja, worüber ich mit dir sprechen möchte, ist mal, ich bin seit ein paar Tagen echt ein bisschen genervt. Und da ich ja zwar mittlerweile eigentlich 4 Hunde zur Betreuung habe, aber bis jetzt habe ich nur einmal den Leon für ein Wochenende bei mir gehabt, den Show zum Testen, und die anderen Hunde, da wurden schon Termine vereinbart. Ich hatte mich darauf verlassen und vor allem darauf eingestellt,
und auch mein Wochenende dementsprechend geplant. Und dann wurde es jedes Mal wieder verschoben. Ja, echt nervig. Und der große Hund, der Leonberger, der Farway, den sollte ich jetzt ganz sicher dieses Wochenende, also von heute auf morgen, bei mir haben zur Betreuung. Und jetzt hat die mir doch gestern Abend komplett abgesagt. Weil eigentlich sollte ich den dann auch über Pfingsten 9 Tage bei mir haben. Erstens wäre das toll gewesen, 9 Tage lang diesen riesengroßen, coolen Hund bei mir zu haben. Und zweitens hätte das gut Geld gegeben, ja, was ich ja dringend brauche, wie du weißt. Ja, als Begründung gab sie an, dass ihre Tochter, ihre Erwachsene, sich bereit erklärt hat, den Hund zu nehmen. Und deswegen, ja, hat sich das jetzt auch erledigt. Echt ärgerlich. Ja, dann werde ich jetzt nochmal eine neue Annonce bei eBay aufsetzen, weil die andere habe ich mittlerweile gelöscht, weil ich dachte, okay, 400 reichen ja, mehr brauche ich nicht. Aber in dem Fall muss ich nochmal eine neue Annonce starten. Und ich hasse es, Annoncen aufzugeben. Das ist etwas, was ich überhaupt nicht gerne mache. Dann wollte ich ja das eine oder andere meiner Möbel verkaufen. Das habe ich auch noch nicht gemacht, da ich auch dazu zurzeit echt keinen Elan habe. Aber das muss ich jetzt dann mal angehen, sonst kommt ja nie mal Geld rein, ne? Dann habe ich mir noch was überlegt. Und zwar kommen wir nochmal auf meine Küche zurück. Da sie ja eben so klein ist und hier die Lichtverhältnisse oft schlecht sind, habe ich mir überlegt, dass ich aus dem Keller, im Keller habe ich eine kleinere Bar stehen, aus Holz, eine braune, dass ich die mal hochhole jetzt demnächst und dann in mein Wohnzimmer stelle. Erstens, weil dieser Raum deutlich größer ist als die kleine Küche hier. Und zweitens, weil ich da 2 Fenster habe und somit viel mehr Licht und bessere Lichtverhältnisse. Und dass ich dann meine nächsten, zumindest die nächsten Rezeptvideos und vielleicht auch teilweise die Videos, was ich an einem Tag esse, wenn ich da mal zeige, was ich gerade vorbereite, dass ich dann die Vorbereitung der Nahrung im Wohnzimmer an dem Bartisch drehe. Das hätte dann auch den Vorteil, dass man mich dann auch während der Zubereitung sieht. Und das finde ich echt besser, als wenn man immer nur 2 Hände sieht und das, was man gerade vorbereitet, finde ich das irgendwie schöner. Oder? Wie denkst du darüber? Wie findest du die Idee? Bis du diesen Vlog gesehen hast, werde ich das wahrscheinlich schon mal ausprobiert haben. Zumindest teilweise. Ups. Ja. Das war mal noch dazu. Dann bin ich mit meinem Umzug seit 2 Tagen irgendwie hin und her gerissen. Ich wollte eigentlich unbedingt nach Waltrop ziehen, aber mittlerweile, wie so oft, denke ich schon wieder anders. Schrecklich, ne, die Frau? Ja, das hat aber auch triftige Gründe. Weil der Ort hatte mir ja, als ich von Baden-Württemberg hier hochgezogen bin,
vor allem deswegen gut gefallen, weil mir der Ortskern so gut gefallen hatte. Also der Teil des Ortes, wo die ganzen Geschäfte sind. Weil, ja, weil diese, weil das mich halt so an den Ort aus meiner Heimat erinnert hatte. Damals war mir das noch nicht wichtig, wie das drumherum aussieht und ob es in dem Ort viel Natur hat oder mehrere Möglichkeiten zum Spazierengehen oder vielleicht einen schönen Teich oder einen Park oder einen Wald, was auch immer. Mittlerweile lebe ich ja aber völlig anders und denke vor allem auch ganz anders. Und als ich neulich einmal in Waltrop war, den Vlog dazu hast du mittlerweile auch schon gesehen, hatte ich ja zwar dort einen schönen Park entdeckt, mit einem recht großen Teich. Ja, der hat mir auch gefallen, soweit. Nur der Park ist nicht so groß. Das heißt also, man sieht von allen Seiten, dass da rundherum Häuser sind. Also die Häuser kann man einfach sehen. Ja, das gefällt mir halt nicht so richtig. Und dort hat es zwar auch einige Mehrfamilienhäuser, aber es könnte sein, dass die einfach teuer sind, so nah am Teich oder an dem Park, besser gesagt. Von daher, ja, dann habe ich mal noch auf der anderen Seite in dem Ort geschaut, in Altwaldtrop, so nennt sich das. Da hat es auch jede Menge Mehrfamilienhäuser, alle von einem und dem gleichen Makler, habe ich mittlerweile erfahren. Was wert war, von daher nicht schlecht, da würde ich bestimmt eine Wohnung finden. Aber ja, also was ich da so gesehen habe, da hat es nur ja, so ähnlich wie in dem Ort, in dem ich gewohnt habe, bevor ich hier in Dortmund-Schweringhausen wohnte. Also ich wohne immer noch hier. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ah, ich bin so müde heute. Ich war gestern wieder bei meinem neuen Job, das dritte Mal jetzt, und hatte in der Nacht nur 5 Stunden geschlafen. Wieder mal. Und war danach noch einkaufen dort, zu Fuß, mit meinem großen Wägelchen. Ja, und das war alles sehr anstrengend. Und deswegen bin ich heute total K.O. Ich wollte nämlich heute eigentlich dieses Unboxing-Video drehen, von dem ich vorhin gesprochen hatte. Und eventuell noch ein anderes. Aber ja, ich bin einfach zu müde dafür. Da ich aber auf jeden Fall irgendein Video heute drehen wollte, habe ich mir gedacht, okay, dann drehst du halt einen Vlog. Der ist einfacher. Da musst du einfach nur erzählen und kannst nebenbei noch was tun. Das ist ja auch nicht schlecht, ne? Ja, wo war ich stehen geblieben? Und zwar in dem Ort, wie gesagt, ist ein, ja, also habe ich so einen Weg entdeckt, der durch einen großen Teil dort führt. Also der ist zwar im Grünen, so ein schmaler Weg, wo rechts und links immer Bäume sind, in der Mitte der Weg und unten etwas Wiese, ist nicht schlecht, aber das reicht mir halt auch nicht. Ja, und es sind halt extrem viele Mehrfamilienhäuser dort, das heißt, da sind sehr viele Menschen, da wird man wahrscheinlich auch keine Ruhe haben. Und das Drumherum von dem ganzen Ort, da ist keine Natur. Überall nur Häuser. Also das gefällt mir irgendwie auch nicht so richtig. Ach, das ist echt schwer. Und doch hier nicht die dämliche Autobahn wäre, echt. Dann würde ich einfach hier bleiben, weil hier ist die Natur so schön. Es hat so viele schöne Möglichkeiten, auch mehrere Teiche und vor allem wenig Menschen. Da in diesem Ort nicht viele Menschen wohnen. Aber ich kann den Lärm einfach nicht mehr ertragen. Man kann so auch das
ja, die Natur und Tiergeräusche draußen einfach nicht richtig genießen. Was macht man da? Jetzt habe ich schon überlegt, ob ich nicht vielleicht doch ins Münsterland ziehen soll, da wo ich zuallererst hin wollte. Halt nicht so weit weg. Und zwar in den Ort, ich weiß es gar nicht mehr, wie der hieß, wo ich letztes Jahr im Sommer mit meinem Sohn zweimal war, wo dieser schöne Sandstrand war an diesem natürlichen Fluss. Da hat es mir so gut gefallen. Das ist ja direkt ein Ort nebendran. Und in dem Ort hat es auch Geschäfte, einige Geschäfte und auch einige Mehrfamilienhäuser. Aber der Ort ist nicht so riesig wie Waltrop. Da ist zwar auch eine Schnellstraße in der Nähe, aber keine Autobahn. Und daher denke ich, ist es trotzdem ruhiger dort. Ja. Da hat es mir halt von der Natur her viel besser gefallen. Da gibt es auch jede Menge Möglichkeiten zum Spazierengehen. Also es ist sagenhaft schön dort. Ist aber circa 20 Minuten entfernt von hier aus, glaube ich. Ja. Ja, es ist echt keine leichte Entscheidung. Ja. Eigentlich wollte ich dich auch noch mit rausnehmen, weil ich nachher noch ein bisschen raus möchte. Heute ist nämlich ein wunderschöner Sonnentag. Es wird bis 22 Grad und das Mitte April. Genial. Ja, aber da ich so müde bin, weiß ich nicht, ob ich mich überhaupt noch dazu aufraffen kann, obwohl ich so gerne raus möchte. Wenn, dann werde ich ein Stück mit dem Fahrrad fahren. Und ja, bis dahin, wo ich möchte. Und dort das Fahrrad dann abstellen und abschließen. Und dann nur ein paar Schritte bis zur nächsten Wiese oder dergleichen gehen. Und mich dann dort einfach hinsetzen und ein bisschen die Natur genießen. Ja. Da ich aber eben das Geschirr noch gerne spülen wollte vorher, habe ich mir gedacht, dann drehe ich halt den Flock jetzt drin. Und nehme dich halt nächstes Mal wieder mit ins Grüne. Okay? Ja, das war erstmal alles, was ich dir mitteilen wollte. Ich bin auch noch gut in der Zeit. Circa 20, 25 Minuten. Viel länger sollen die Vlogs auch nicht, möglichst nicht gehen. Hin und wieder vielleicht mal. Für diejenigen, die meine sehr langen Vlogs lieben und gerne noch einen längeren Vlog hätten. Aber für heute sollte es jetzt mal gewesen sein. Bin auch noch nicht ganz fertig mit meinem Geschirr, aber fast. Ja, und danach werde ich mich aufraffen und rausgehen. Ich muss. Ob ich will oder nicht. Ich brauche dringend Sonnenlicht und Lebensenergie. Dringend. Und den Duft der Natur, das Zwitschern der Vögel, das vermisse ich auch. Deswegen muss ich dringend gleich raus. Danach geht es mir dann bestimmt besser. So, noch drei Teile, dann habe ich es geschafft. So, ich habe fertig. Abtrocknen kann ich dann nachher, wenn ich wieder zurück bin. Ne? Hauptsache, das Geschirr ist schon mal sauber. Vielleicht drehe ich nachher trotzdem noch mal einen Vlog draußen. Genau, das wäre doch auch eine Idee. Den siehst du dann aber erst einen anderen Tag. Etsch, bätsch. So, die Schürze brauche ich ja jetzt nicht mehr. Ne? Ja. Jetzt hatte ich doch wieder gegen das Licht gefilmt, da das Fenster hinter mir war. Da kannst du mal sehen, ne? Eben in dieser kleinen Küche ist es einfach schwierig. Jetzt kommt das Licht nämlich frontal auf mich und ich denke, da kann man mich besser erkennen. Ich mache mal gerade hier die Runde, damit du das mal siehst, wie sich die Lichtverhältnisse hier verändern, je nachdem, aus welcher Perspektive ich filme. Ne?
Das war die Perspektive von eben. Da sieht man mein Gesicht fast nur im Schatten. Aber es geht nicht anders, da die Spüle ist. Ja, hier wäre es ganz schlecht. So wäre es vielleicht auch noch gut. Aber ich denke mal so oder so. Nee, so wäre es am besten. Deswegen verabschiede ich mich jetzt auch aus dieser Perspektive von dir. Ne? Ja, dann danke ich dir fürs Zuschauen und hoffe, dass dir dieser zweite Spülvlog wieder mal gefallen hat und dass er dir weder zu kurz noch zu lang war. Und freue mich, wenn du beim nächsten Spülvlog wieder mit dabei bist. Dann wünsche ich dir noch einen schönen sonnigen Tag, falls du das Video im Laufe des Tages anschaust. Und sag mal, bis zum nächsten Video.